Hallo! Seit Januar ist ja schon ein bisschen her. Wir haben den ganzen Februar rum und sogar schon die erste Märzwoche hinter uns gebracht. Und ich war tatsächlich fleißig, fleißiger als sonst. Bevor ich euch aber erzähle, was ich so gelesen habe und wer meine neuen Freunde aus den Büchern sind, wollte ich erstmal über Leseutensilien reden. Ja, auch das möchte ich in diesem Vlog zur Seite 101 machen, denn es ist immer noch mein Buchblog www.seite101, den ich mit diesen kleinen Videos näher in Szene rücken möchte. Und heute geht es um meine Muckeldecke. Habt ihr auch solche Schätzchen? So Sachen, die man braucht und die man einfach nicht lesen kann? Ich weiß, ganz viele Leute trinken Tee zum Lesen. Brauche ich tatsächlich nicht. Wenn ich lese, komme ich gar nicht zum Trinken, weil ich so in dem Buch drin bin. Ich brauche nur meine Muckeldecke. Ja, meine Muckeldecke, ihr wisst Bescheid, ne? Wenn ihr sowas auch habt, wäre ich euch ganz dankbar, wenn ihr mir Kommentare unter das Video schreibt. Was braucht ihr denn so zum Lesen? Braucht ihr tatsächlich den Tee? Braucht ihr die Muckeldecke? Oder braucht ihr vielleicht, Moment, ich zeig's euch, oder braucht ihr vielleicht auch so einen fetten Hund neben euch? Also der liegt auch immer neben mir oder unter meiner Muckeldecke, das wahlweise auch. Ja, den finde ich auch mal ganz praktisch. Der liegt jetzt auch neben mir hier auf dem Sofa, während ich über Bücher quatsche. Und ich fange jetzt einfach mal an. Was habe ich denn diesen Monat so durch? Puh, das war schon jede Menge. Und wir fangen hiermit an. Nein, wir fangen nicht mit dem Apfel an. Ich habe jetzt nicht irgendwie die Entstehungsgeschichte mit Product Adam Placement! Genau, mit Adam und Eva gelesen. Und der bösen Schlange und dem Apfel, wo sie reingebissen ist. Und ich habe auch nicht Schneewittchen gelesen. Nein, ich habe hier was drauf, was ich tatsächlich auch nicht gelesen habe. Nein, ich habe es gehört. In einer Nacht. Ich habe es durchgesuchtet. Dafür muss ich es erstmal aufmachen. Deine Stärke. Ah, nicht. Na, pf, so ruhig. Und zwar habe ich durchgesuchtet, hörenderweise, Sebastian Fitzek, das Paket. Ja, was soll ich sagen? Kriegt eine Frau ein Paket, dreht am Rad, weil sie vorher schon psychisch ein bisschen angeknackst war. Diese Frau hat einen Hund. Und genau dieser Hund ist der Protagonist, der mir am allermeisten gefiel, weil dieser Golden Retriever der Hauptprotagonistin Emma so Rückgrat und Rückhalt gegeben hat. Für ihn musste sie funktionieren, als ihre Welt auseinandersplitterte, weil irgendjemand sie in den Wahnsinn treiben wollte. Und dieser Hund hat es mir angetan. So einen Hund möchte ich auch, obwohl, Moment mal. Ich habe ja so einen Hund. Bist du auch so einer? Sie sagt, ja, bin ich auch. Mach dich da wieder hin. Ja, wie gesagt, das war das Erste, was ich im Monat Februar durchgesuchtet habe in einer Nacht. Endlich habe ich es gelesen oder gehört, weil ich nicht schlafen konnte. Und dann konnte ich tatsächlich überhaupt nicht mehr schlafen. Fragt sich nur, ob ich schlaflos war. Wenn ich schlaflos war, ob es der Fitzek war. Kann es euch nicht sagen. Und dann, das ist das Jüngste, was ich jetzt vorgestern zu Ende gelesen habe. Cecilie Enger, Die Geschenke meiner Mutter. Sehr autobiografisch behaftet, was das ganze Buch nochmal so ein bisschen, was soll ich sagen, authentischer natürlich macht und nochmal viel herzergreifender macht, weil es geht um die Alzheimer-kranke Mama von der Autorin. Und das Leben der Mama, das hat mich schon sehr mitgenommen, muss ich sagen. Und das war tatsächlich eine echt starke Hauptprotagonistin, die ich nicht selbst kennengelernt habe, sondern nur durch die Erzählungen der Autorin. Die Mama hinterlässt nämlich Geschenkelisten, Weihnachtsgeschenkelisten, wer hat was von ihr zu Weihnachten bekommen und was hat wer zu Weihnachten aus der Familie, zu ihrer Familie geschenkt bekommen. Und das nimmt Cecile Enger zum Anlass, um über ihre Mutter zu reden. Und die Mutter ist halt, ne, die hat halt als Kind ganz viel durchgemacht, war immer sehr kreativ, musste für alles kämpfen, war nachher eine sehr starke Persönlichkeit. Und diese Hauptprotagonistin, die fand ich tatsächlich sehr toll. Und die hätte ich wahrscheinlich selbst gerne kennengelernt. Was natürlich bei einer Autobiografie gar nicht so unmöglich wäre, weil sie lebt ja tatsächlich. Zwar jetzt an Alzheimer erkrankt, ich könnte sie aber tatsächlich noch in Norwegen besuchen und sie kennenlernen. Ja, Buch Nummer 2. Das dritte. Ihr werdet es mir nicht glauben. Wieder so ein Mutter-Tochter-Ding. Sophia Kahn, Das Leuchten meiner Welt, habe ich gelesen.
Und da, muss ich sagen, fand ich auch die Mutter ganz toll. Obwohl ich die auch nicht kennengelernt habe in dem Buch, die Jasmin. Gebürtig aus Pakistan, hat eine Tochter Irini, die bei ihrem Papa lebt. Und sie und ihr Papa verstehen sich nicht so wirklich. Das war schon, als die Mama noch da war, immer sehr schwierig, das Verhältnis, weil die beiden immer zu Konkurrenten wurden, wenn es um die Beziehung mit der Mutter ging. Irini wollte ganz viel Aufmerksamkeit, Papa James wollte immer ganz viel Aufmerksamkeit. Und Jasmin hat versucht, halt da so die Waage zu halten, aber irgendwie kam immer ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf ihre Tochter drauf. Und irgendwann ist die dann verschwunden, keiner weiß so wirklich warum. Irini war 9 oder 10 und mit ihr redet halt keiner. Es gibt ihr keine Gründe und insgesamt sagt Irini aber jetzt mit ihren 16 Jahren, also ich bin mir sicher, dass mein Papa daran schuld ist, dass die weggegangen ist, weil er ihr nie genug Aufmerksamkeit gegeben hat. Und Irini macht sich jetzt auf die Suche nach ihrer Mutter und während sie sich auf die Suche macht und mit Hilfe von Briefen das Leben rekonstruiert, die Irinis Mama mit einem fremden Mann hin und her geschickt hat, baut sich halt so das Bild von Mutter Jasmin auf, die aus Pakistan kommt, die immer pakistanische Wurzeln auch in ihre Familie noch mit reingepackt hat, die mit einem fremden Mann geschrieben hat. Und es kommt halt raus, warum sie das gemacht hat und was daran so wichtig für sie war. Und diese Hauptprotagonistin, also Jasmin, also die Mutter von Irini, die finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend, sehr, sehr vielschichtig und sehr geheimnisumwoben, weil ich sie nicht persönlich kennenlerne, sondern weil Irini mir halt durch die Briefe die Geschichte erzählt. So, jetzt gibt's harten Tobak, richtig harten Tobak. Der harte Tobak klingt ganz harmlos, Tanz in die Freiheit. Es spielt in Weimar zuerst um 1791, zu der Zeit, wo gerade so die Französische Revolution so im Aufkommen ist. Und in Weimar sitzen zwei Menschen, Geschwister Eleonore und Felix. Und die sind voll angefressen von dieser langweiligen, schnöden Welt. Die haben eine Mama, die ist Mathematikerin und war früher ja so ein bisschen, oh, wenn so eine Frau klug ist, das kommt ja nicht so gut. Die ist aber so ein bisschen tatsächlich egozentrisch, die Mutter, und so ein bisschen, wenn ihr versteht, was ich meine, der Vater hoch angesehen, also so etwas höherer Bauerntrampel, sagen wir mal, verkehrt in adligen Kreisen, gehört aber nicht zum Adel und die Mama stirbt. Da gerät die Welt ins Wanken. Und Felix und Eleonore dürfen nur erben, wenn sie geheimnisvolle Berechnungen nach Paris bringen, in die Französische Revolution. Und der Hauptprotagonist, der mich da tatsächlich sehr berührt hat, war einer der Geschwister, und zwar Felix. Denn Felix ist nicht so ein Freigeist, dem es jetzt sehr gelegen kommt, nach Paris zu gehen, sondern Felix war auch, was früher nicht ungewöhnlich war, dennoch aber sehr totgeschwiegen wurde, Felix ist homosexuell. Und das in Paris zur Französischen Revolution. Mein lieber Herr Gesangsverein, obwohl dieses Buch sehr schnell war und die gute Susanne Betzer schnell durch die Zeit gesprungen ist, hat mich dieser Felix in seiner Art und Weise, wie er mit seiner Homosexualität umgegangen ist, in Weimar noch sehr dezent. Man spürte immer, irgendwas stimmt mit dem nicht. Und ich habe mir aber schon ganz früh gedacht, oh, der steht bestimmt auf Männer. Konnte er in Paris das endlich ausleben. Und man merkte so richtig, wie dieser junge Mensch aufblühte. Es hat tatsächlich, obwohl ich es vorher dachte, nichts mit Tanzen zu tun, dieses Buch. Aber die beiden Geschwister, die nachher dann in dieser offeneren Welt nach der Revolution so aufblühen, es hat schon was vom Tanzen in die Freiheit, weil sie sich nicht mehr alles gefallen lassen und selber für sich einstehen können. Ja, Felix war ein richtig guter Protagonist. Der hätte auch heute total gut zu Christopher Street Day gepasst, glaube ich. Das wäre auch so einer gewesen, der gesagt hätte, ich hier bin ich, ich zeige mich und ich stehe dazu, wer ich bin. So, und dann gibt es jetzt noch einen Schmankerl. Mein Highlight des Monats Februar. Einen Tag vor Erscheinung erhalten. Oh, nicht so mit gerecht, dass ich es bekomme. Und es war gut. Good as gone. Da habe ich tatsächlich eine Hauptprotagonistin, die mir echt gut gefiel, die gut gezeichnet wurde. Und zwar, es geht darum, dass ein 13-jähriges Mädchen entführt wird. Sie verschwindet einfach spurlos. Die Eltern machen sich Sorgen. Und 10 Jahre später taucht sie als junge Frau natürlich wieder auf.
Ja, Julie ist wieder da. Und keiner weiß, was mit ihr passiert ist. Sie druckst auch nur so ein bisschen rum. Und immer wieder kriege ich so Portionen hingeschmissen über ganz viele verschiedene Frauencharaktere. Ganz zum Schluss kommt halt raus, ich möchte eigentlich gar nicht so viel spoilern, aber nein, ich spoilere euch das nicht. Feststeht, ich finde Julie ganz, ganz toll, weil es der Autorin halt gelungen ist, wie hieß sie nochmal, Amy Gentry, Kameramann, Amy Gentry, gelungen ist, aus dieser Julie eine ganz facettenreiche Frau zu machen, die gebrochen ist auf der Suche nach sich selbst. Wer bin ich eigentlich und warum ist es so wichtig, eine Identität zu haben? Das geht ständig in Julie rum und man leidet so mit ihr auf der Suche nach sich selbst, einfach sich wiederzufinden, was halt 10 Jahre halt einfach weg war. Richtig gut. Lest es, ich lege es euch ans Herz, das war ein richtig guter Schmöker. Und Julie wahrscheinlich bald meine allerbeste Freundin. Okay, was lese ich denn im Moment? Ich lese wieder so ein Mutter-Tochter-Ding. Ich brauche, glaube ich, ein neues Beuteschema im Moment, das ist so ganz schlimm. Aber es ist halt von meiner Lieblingsautorin geschrieben. Julie Pickold ist schon gut. Und ich finde es entsetzlich, dass das Buch in einer Trauergruppe anfängt. Ich habe jetzt etwa fast 50 Seiten. Bäckerin, Mutter verloren, fängt in einer Trauergruppe an und ich weiß noch nicht so wirklich, warum hat sie denn ihre Mutter verloren, was ist denn da genau passiert und warum gibt sie sich die Schuld daran. Ihr werdet es im nächsten Vlog erfahren. Wenn ich wieder mit Muckeldecke, mit dem Hund hier nebenan, den will ich jetzt in Ruhe lassen, ich will ihn nicht wieder vor die Kamera ziehen oder sieht man ihn? Ich kann aber hinschwenken. Schwenkt er mal. Knackt zwar etwas in der Kamera, aber ich kann ja mal hinschwenken. Nicht aufregend, es knackst. So dürft ihr euch das vorstellen, wenn ich hier auf dem Sofa lese, der Hund neben mir. Mit der Kater da draußen. Ja, das ist eins der Bücher, das, was ich im Moment lese. Was noch so kommt, weiß ich nicht. Ich habe noch keine Reihenfolge festgelegt. Das werde ich wahrscheinlich so machen, wie es gerade kommt und wie es mir gerade so geht. Bin also gespannt, wenn ich mich im April wieder bei euch melde, irgendwann in den ersten 2 Wochen. Dann gibt es den Stapel, was ich im Monat März durchgeackert habe. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Bleibt mir gewogen und denkt dran, ihr wollt nicht besser sein als irgendwer anders. Ihr wollt nur besser sein, als ihr gestern auch wart. In diesem Sinne, passt auf euch auf.